Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Battlefield Heroes mit dem National Sniper. Und wir sitzen sogar im Auto als nutzbarer Sniper. Na wunderbar. Und ja, es ist wieder die historische Map Victory Village. Ich konnte nicht widerstehen und ja, hatten wir schon im letzten Video aber drauf geschissen. Es muss einfach Victory Village sein und ich habe jetzt auch meinem National Sniper mal das Outfit verpasst, was ja von vor 2, 3 Jahren der aktuelle Stand war. Okay, 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 okay. Jetzt müssen wir uns kurz ein bisschen konzentrieren. Jupp. Jupp, jupp. Was macht er? Ja, scheiße. Die wissen nicht, dass ich hier bin. Das ist sehr gut, aber ich werde mich gleich offenbaren. Jawohl. Und auch das hat geklappt. Top. Habe ich dem Sniper da oben den Kill geklaut. So, das hat mich jetzt wieder komplett rausgebracht. Aber ich muss mich im Moment echt teilweise manchmal konzentrieren, wenn ich das Video aufnehme. Ich merke das selber. Ich bin gar nicht so geübt in Battlefield Heroes, dass es so nebenbei einfach locker flockig weg von der Hand gespielt geht. Hätte ich jetzt eine Two-Trap, könnten wir eine schöne Autofalle basteln. Und deswegen... Oh, ja, da lande ich ein paar Treffer. Jawohl. Okay. Ich habe nichts gesagt. Muss wohl wieder am Outfit liegen. Das ist ein bisschen Aim, was ich hatte, wieder zurückgekehrt ist. Okay. Der braucht einen Heal. Gut, ich bin kein Soldier. Ich kann ihm nicht helfen. Aber im Moment sieht das eigentlich gerade nach einem ganz, nach einer ganz guten Runde aus. Wenn wir das jetzt mal beibehalten könnten. Ich werde, hier kommt doch gleich was. Kommt hier gleich was? Ist hier nicht irgendwo ein National gerade auf einen, auf irgendwen geballert? Ah, oh, kommt. Schade. Schade, das war gerade ganz knapp an einem Volley-Shot vorbei. Und ich sehe hier überall nur die nationale Fraktion rumlaufen. Also ich wollte mich auch noch mal bei euch bedanken. Denn ich hatte ja im letzten Video gefragt, ob ihr mir ein paar Kommentare bezüglich Challenges schreiben wollt. Und da sind echt ein paar gute Kommentare am Start. Und der aktuelle Favorit ist... Scheiße. Der aktuelle Favorit von der Challenge, die ich und der gute Fritz Jefferson bald machen werden, ist, dass wir einen Kill mit TNT schaffen sollen. Der Kombi hat im Moment, glaube ich, 10 oder 11 Likes. Und wir dürfen die Gegner mit allen Waffen anschießen. Bloß der TNT muss halt diesen Kill machen. Und ja, ihr könnt ja jetzt immer noch eine Challenge schreiben, weil der Fritz, den habe ich jetzt terminlich erst nächste Woche Dienstag eingeplant. Und bis dahin werden eigentlich noch alle Vorschläge angenommen. Und es gewinnt der, der am meisten Likes ja, gesammelt hat, der Kommentar über die Zeit. Und das ist im Moment, wie gesagt, diese TNT-Aufgabe. Ja, jetzt bräuchte ich auch mal einen Heal. Hier ist doch ein Soldier, der muss doch gleich mal auch mal hier dem Gunner helfen. Oh, was ist denn los mit dem Soldier? Jetzt bin ich gerippt. Jetzt kann ich mein Elixier erst viel zu spät einsetzen. Oh, ist das Stress. Ist das schade. Das war gerade ein 5-1. Wow. Wow. So gut war die Runde davor auch noch nicht. Weit und breit kein Gegner, der sich Airborne assaulten lässt. Jut, jut, jut. Jetzt muss ich eigentlich bloß noch meinen Royal Soldier wieder in mein Outfit packen. Dann habe ich wieder meine drei Haupthelden im Prinzip wieder zurück vom Outfit her. Hatte ja den National Sniper auf Level 30, den National Gunner auf Level 30 und den Soldier, den Royalen auf Level 30. Und das war so eigentlich früher mein Setup, mit dem ich halt immer auf jeder Seite Videos machen konnte. Mal als Soldier spielen konnte, mal als Gunner spielen konnte. Ja, jetzt gilt es auf jeden Fall, diese wieder zu leveln, damit ich wieder genug Fähigkeitspunkte habe, weil irgendwie ist es schon stressig mit Level 8 oder 10, aber es fällt gar nicht so doll auf, weil die meisten Leute ja auch Low Level sind und selber gar nicht so viele Fähigkeitspunkte zur Verfügung haben. Oh Mann, ey, sorry Leute, ich verkämpf mich hier gerade schon wieder, ich will mich eigentlich gar nicht verkämpfen. Waschen wir jetzt hier nochmal rein zum Schluss. Was haben wir denn zu verlieren, was haben wir denn zu verlieren? Schön die royalen Base rapen. Okay, die laufen mir wieder zu schnell hier. Die sind mir wieder... Ach Mann, er kommt zu mir. Er hat mich gesehen. Er hat mich nicht gesehen. Oh, bin ich scheiße. Bin ich scheiße. Ich habe den Kill sowas von nicht verdient. Ich habe ihn einfach nicht verdient. Das war gerade richtig bitter. Sorry, tut mir leid. Oh, kriegen wir auch noch... den letzten Kill. Nein. Schade, das habe ich jetzt ein bisschen zu vertrollt. Ich bin ein Glück nicht mehr gestorben. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, mal wieder eine kleine Runde mit dem National Sniper, wo ein bisschen Aim zu sehen war. Und ja, ich werde jetzt definitiv weiter trainieren und
bei dem nächsten Video mal sehen, ob da wieder ein, zwei Airborne Assaults zum Vorschein kommen. Ansonsten, ja, verabschiede ich mich von euch. Schreibt vielleicht noch eine Challenge, wenn euch was Gutes einfällt. Und wenn nicht, dann wartet bis, ja, in ein oder eineinhalb Wochen, bis das Video mit dem guten Fritz Jefferson kommt. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.